Hallo und willkommen zurück bei Summon Guide. Hier ist es die und es wird mal wieder Zeit für ein Video. Und zwar habe ich mir gedacht, ich werde heute einfach mal einen Dragons Run machen und werde euch einfach mal zeigen, wie mein Dragons Team so aussieht. Ich glaube, in den ersten Videos von diesem Kanal habe ich ein paar Mal erwähnt, dass Dragons oder Giants Farm noch ein bisschen zu schwierig ist für meine Monster. Das hat sich in der Zwischenzeit natürlich auch geändert. Also ich kann jetzt schon Walchen, Dragons und Giants farmen. Soll ja eigentlich kein Problem mehr sein. Und ja, ich möchte jetzt einfach mal mein Dragons-Team zeigen und mal ein bisschen darüber zu diskutieren, wie das so ausschaut und was man verbessern könnte. Ist jetzt halt kein Guide zu Dragons. Ist halt einfach mehr ein, ich zeige mal, wie mein Team so ausschaut und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht noch verändern würdet an diesem Team. So, ich werde einfach mal zeigen, wie das so ausschaut. Wie man sieht, es sind bis jetzt 3 Healer dabei. Das hat so ein bisschen das Problem an dem Team. Ja, ich habe da wirklich nur einen Damage-Dealer und 3 Healer dabei. Und das wäre natürlich schon so mein Ziel, früher oder später mal das Team noch so ein bisschen zu einem Speedrun-Team umzubauen. Ja, ganz nice wäre natürlich, wenn ich den Werde-Heal hätte. Den habe ich leider nicht. Deswegen sieht mein Team momentan noch so aus. Ich hätte allerdings die Rakshasa, würde sich natürlich auch eignen für Dragons, je nachdem in welcher Form man sie einbaut. Oder natürlich auch den Spectra habe ich mir auch gebaut. Ist allerdings noch 5 Sterne, den müsste ich mir zuerst noch auf 6 Sterne machen. Jo, aber ich habe keine Ahnung, früher oder später möchte ich da mein Team schon noch ein bisschen schneller machen. Wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr gerade so eine Kombination seht von meinen Monstern, die funktionieren könnte, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und ansonsten werde ich jetzt einfach mal mein altes Team wieder reinklatschen und werde dann mal reingehen. Kurz vorweg noch, dieses Team, so wie es jetzt ausschaut, ohne Cyrus, ist eigentlich so ein bisschen das Safe-Team. Und an der freien Stelle kann ich dann eigentlich mitnehmen, worauf ich Bock habe. Also einfach einen Damage-Dealer, der vielleicht nicht gerade ge-one-hitted wird. Ich habe das früher immer mit dem Rakan gemacht. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ist halt einfach ein bisschen blöde, weil der Rakan macht nur Einzeltarget-Damage. Deswegen geht das dann ein bisschen länger. Und deswegen habe ich da mal umgebaut auf den Cyrus. Die Rakshasa könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Aber dann geht es eigentlich wirklich schneller, wenn ich den Cyrus mitnehme, weil ich muss bei dem Boss mit diesem Team auf jeden Fall zuerst noch auf den rechten Tower gehen. Das ist auch so ein Punkt, weil das Team halt jetzt nicht wirklich schnell ist, weil ich halt keinen Speed-Buff, sondern einen HP-Buff von dem Verumos dabei habe, kann ich da noch nicht direkt auf den Boss. Und ich denke mal, meine Bella hat da auch noch nicht wirklich die geeigneten Aquaracy-Stats dafür, um direkt auf den Boss zu gehen. Aber na gut, das kann ja alles noch kommen. Ich habe keinen Stress. Erstmal ein Team, mit dem man einfach ein bisschen farmen kann. Das ist schon mal sehr gut. Und des Weiteren kann alles noch kommen. Speedrun-Team wäre natürlich so das, ja, das Highlight. Ein Speedrun-Team wäre natürlich sehr nice, wenn man früher oder später eins auf der Seite hat. Aber ist halt Summoner's War. Ihr kennt es, das dauert Ewigkeiten. So, mein Cyrus gibt ordentlich einen durch mit den Weilandruhen. Ist inzwischen auch gemaxt. Also ich hab mal, das war glaube ich ziemlich am Anfang, wo ich den Cyrus bekommen habe und der frisch auf 6 Sterne war. Da habe ich einen Guide gemacht über den Cyrus und auch mal ein bisschen sein Damage präsentiert. Und da hat er glaube ich noch kein Max-Up. Inzwischen ist er wirklich Max. Und ja, man merkt es wirklich vor allen Dingen bei dem kontinuierlich Damage. Haut er eigentlich ordentlich gut raus. Und ja, ich wollte ihn am Anfang eigentlich auch noch umruhen. Mein Ziel war es, ihm die Violent-Runen früher oder später mal rauszunehmen und ihn mit Zorn auszurüsten. Aber wie man sieht, Violent-Runen machen beim Cyrus wirklich Spaß und auch Sinn, je nachdem für was man ihn gebrauchen kann. Wie man sieht, es prockt eigentlich ganz schön ordentlich, die Violent-Runen. Und ich habe mich mittlerweile so ein bisschen an das gewöhnt. Deswegen will ich das eigentlich gar nicht mehr loswerden. Cyrus auf Violent gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ja, so meine Traumstats wären natürlich
Zyros mit Violent Rune mit 200% Crit Damage, das natürlich, ja, das sind natürlich ziemlich hohe Ansprüche. Ich würde sagen, das dauert noch ein bisschen, bis das so ausschaut, aber unmöglich ist es nicht. Also mein Zyros hat momentan, was waren das, ich glaube 172% Crit Damage und das ohne Zornset und deswegen geht das bestimmt, wenn man da irgendwie 200% Crit Damage mit Violent zusammenbekommt. Das wäre natürlich dann ein sehr nicer Stat. So, ich muss bei dem Boss zuerst noch auf den rechten Tower gehen, weil das halt mit der Geschwindigkeit und der Accuracy von der Bella nicht wirklich zu 100% aufgeht. Aber ja, das ist eigentlich nicht so ein Problem. Das einzige Problem bei dem Tower ist, wenn der Zyros den Tower weghittet, also nicht durch kontinuierlich, sondern durch einen Hit, dann rächt sich ja der Boss an dem Monster, welches der Tower als letztes angegriffen hat. Und wenn das der Zyros ist, dann kann es passieren, dass er weg ist. Also dann ist er ziemlich sicher weg. Das ist dann allerdings nicht mehr so schlimm, weil die anderen Monster haben den Boss eigentlich ohne den rechten Tower, auch ohne den Zyros. Das geht dann halt ein bisschen länger, als wenn der Zyros noch mit dabei ist. Aber funktionieren würde es trotzdem noch. Ich hoffe natürlich, dass sich der Tower von alleine ausnockt, wie zum Beispiel jetzt, sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, okay, das waren die kontinuierlich. Und der Tower ist weg, wie man sieht. Der linke Tower habe ich nie anvisiert. Und der hat auf jeden Fall auch schon mal ordentlich kontinuierlich gesogen. So, jetzt ist die Immunität endlich auch mal weg. Dann kann das jetzt durchstarten. Wie man sieht, ich habe keine Buffs, also keine wirklichen Buffs. Ich habe keine Attack Buff, Crit Rate Buff. Das Einzige, was ich habe, ist Immunität, Heal Overtime von der Croa und Speed Buff. Und ja, das genügt mir eigentlich auch für dieses Team. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch anstelle von der Croa, also von dem Dunkelheitshag, könnte ich die Fran mitnehmen. Das ist die Lichtfeenkönigin. Und dann hätte ich zwar einen Attack Buff dabei, aber ich mag die Croa wirklich, weil halt wegen dem Speed Buff, Heal Over Time ist natürlich sehr nice und vor allen Dingen mit der zweiten Attack haut sie den Attack Balken von dem Boss um 50% zurück, wie man sieht, und slowt den Gegner, also das Angriffstempo von dem Gegner wird reduziert und das ist bei den Bosskämpfen wirklich nice, also ich mag die Croa wirklich, ist wirklich der Wahnsinn. Also wenn ihr Dunkelheitshag bekommt, auf jeden Fall hochspielen, ist ein wahnsinnsgeiles Monster. Ist wirklich, ich bereue es auf keinen Fall, dass ich die gleich auf Six-Star gemacht habe. Die kann man Dragons, Giants, eigentlich überall gebrauchen. Ist wirklich ein wahnsinnsgutes Monster. So, wollen wir mal gucken, wie viele unbekannten Schrifttrollen, dass wir uns jetzt da mal abholen oder was für eine Crap-Rune dabei rauskommt. Fünf Schrifttrollen. Sehr nice, das wollen wir natürlich nicht sehen eigentlich. Ach, das ist halt immer so eine Sache. Runenfarm geht wirklich Ewigkeiten. Und ja, man braucht da eigentlich auch nicht zu erwarten, dass man jetzt da zwei, dreimal durch den Giants durch geht und dann kommen da gleich ein, zwei gute Runen. Das dauert wirklich Ewigkeiten. Also ich habe schon Tage gefarmt und da ist gar nichts bei rausgekommen. Und an anderen Tagen macht man ein, zwei Runs. Und da kommt gleich eine Six-Star Legendary Rune, das kann es auch geben. Aber in den meisten Fällen dauert das wirklich Ewigkeiten, bis da wirklich was Gutes kommt. Und deswegen gibt es eigentlich keine andere Option, wenn man Runen will. Farmen, farmen und noch mehr farmen. So, ich würde sagen, das war mein Dragons Team. Wir werden es uns nochmal ganz kurz anschauen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt für mein Team, wenn ihr eine Idee habt, wie mein Team noch ein bisschen schneller gehen würde, könnte, was auch immer, dann bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich wäre natürlich sehr froh um ein bisschen Tipps und Tricks dazu. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns in dem nächsten Video. Tschö!